Zum Schreiben, Lettern, Skizzieren, Malen. Schwarze Stifte sind unerlässlich. Aber lohnt es sich, in teurere Stifte zu investieren? Ich mache für dich den ultimativen Test. Hallo ihr Lieben, hier ist Kali S. von Kreatives Leben. Ich bin Mixmedia-Künstlerin und möchte ganz viel Farbe auch in dein Leben bringen. Und ich liebe es zu journalen, zu malen, zu skizzieren, und deshalb sind schwarze Stifte für mich unerlässlich. Und da die Preisunterschiede doch sehr drastisch sind, also ihr seht hier, ich habe schon eine Liste vorbereitet, ich glaube der billigste hier auf der Liste ist 0,6 Euro pro Stück bis zu 16 Euro, stellt sich schon die Frage, gibt es da einen Unterschied qualitativ und preislich? Und natürlich sind diese Stifte nicht alle gleich, also funktionieren nicht nach der gleichen Methode. Das eine sind zum Beispiel Gelstifte, das andere sind Pigmentstifte oder Brushpens und so weiter. Also ich habe da eine ganz große Bandbreite, aber ich dachte mir, ich stelle die einfach nebeneinander und mache 5 Tests mit denen. Erster Test ist, was passiert, wenn ich die in mein Notizbuch benutze. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als man schreibt im Notizbuch und dann blutet das durch. Das heißt, auf der Rückseite des Papiers kann man sehen, dass ihr geschrieben habt, und es gibt schreckliche Flecken. Das war der erste Test, den ich machen wollte. Der zweite Test ist, wie reagiert das auf Gesso? Kann man auf Gesso, also wenn man viel malt wie ich, ist Gesso ganz wichtig. Wie reagiert der Stift? Kann man da gut drauf schreiben auf Gesso mit dem Stift? Dann wollte ich mit Wasser drüber gehen, also reagiert mein schwarzer Stift mit Wasser. Dann wollte ich mit einem Copic drüber gehen, also kann Alkohol da eine Reaktion bewirken. Und dann wollte ich Gesso drüber gehen und schauen, blutet es dann trotzdem durch. Also verschiedene Tests, die wichtig sind. Und klar, wenn man nur schreiben will, sind gewisse Sachen nicht so relevant, ne? Also wichtig ist dann vor allem dieser erste Test. Aber wenn man, wie ich, gern mit Wasserfarben rumspielt, dann sollte die Farbe sich zum Beispiel nicht unbedingt bewegen. Also das sind so die verschiedenen Sachen, die ich mit euch angucken wollte. Und ich habe alles schon vorbereitet, weil das wäre langweilig gewesen. Aber ich wollte euch kurz erklären, wie das geht. Findet auf den Stiften ja immer wasserfest und so weiter. Das findet man relativ schnell raus. Aber ob es blutet oder nicht, das erfährt man nicht. So, also der Friction, da seht ihr, ja, hält sich wacker. Von allen ist es einer der am besten, also man sieht einfach, die meisten sieht man trotzdem. Ja, also es gibt dieses Papier, diese Notizbücher, die sind einfach eine Katastrophe. Die sind einfach nicht für schöne schwarze Stifte gemacht. So, aber ansonsten hält er sich wacker. Bei Copic vielleicht ein bisschen reagiert. Beim Wasser hat er reagiert, weil ich nochmal mit meinem Finger drüber gegangen ist. Der reagiert ja auf Hitze. Ne? Also wenn man da rubbelt, dann wird er leichter. Aber eigentlich hält er sich wacker. Also kann man nichts sagen. Für so einen tollen Stift, der wirklich für vieles zu benutzen ist, kann ich den wirklich wärmsten empfehlen. So, der Kristallgel Big, das ist halt ein billiger Big, 0,70 Cent. Der tut sich einfach schwer auf dem Gesso. Das ist der sich am schwersten getan hat, vielleicht noch mit Ausnahme der Brushpens. Aber ansonsten auch ganz wacker. Ja? Reagiert nicht mit dem Wasser, kann man auch nicht meckern. Also all diese Gelstifte, diese zwei oberen, die ich da benutzt habe, die waren wirklich gut. Es wird schlechter hier bei diesem Mikro und Point Visco. Man sieht einfach auch beim Gesso und beim Wasser, das reagiert total. Auch dieser Roller Fine Lyreco, das ist zwar einer, den man bei uns nicht bekommt, schwer bekommt, aber alle, also nicht gut zu gebrauchen auf dem Wasser. Und Copic kann man nicht sagen. Also ich habe wenige Stifte gehabt, die mit Copic reagiert haben, aber auf die komme ich ja noch drauf. Also man kann grundsätzlich sagen, diese billigen Stifte sind nicht so schlecht. Ne? Der Stabilo ist vielleicht der mir am stärksten sieht. Der Lyreco könnt ihr vergessen. Zu dem Preis, der ist teurer, 2,60.
Findet man aber bei uns auch nicht so leicht, habe ich festgestellt. Also den kann ich euch für nicht sehr viel empfehlen. Auf Gesso funktioniert er einigermaßen. Auch beim Copic hat er leicht reagiert, also kein guter Stift. Ja, wie sieht es weiter aus? Den Open Universal Stabilo, gut zum Schreiben, auf Gesso erstaunlich gut, wenn auch nicht so dunkel zum Beispiel wie der Fineliner von Stähler, aber reagiert mit den Wassergeschichten, also für das nicht so gut, für Copic, aber einwandfrei. So, der Fineliner Stähler finde ich ganz toll zum Schreiben, muss ich sagen, ganz überrascht, wie toll der sich da geschlagen hat. Aber wenn man, also ich benutze den nicht, deshalb weiß ich das, wusste ich das nicht, aber sobald ich mit Wasser dahinter gehe oder mit Gesso, das sieht man, also das ist einer der Stifte, der am meisten reagiert, macht tolle Effekte auf Blau, muss man aber wollen. So, jetzt kommen wir zu den Pigmentstiften, da habe ich doch einige. Ich habe den Sketch One von Neuland, Pigmentliner Star, das ist so eine Billigversion aus China. Pigma Micron, einer der bekanntesten und der teuerste, den ich habe, ist der Pigmentliner von Stähler. So, wie sieht's aus mit dem Schreiben? Also man kann nichts sagen, nicht meckern, die sind alle gut. Ich fand den Stähler fast am besten und auch auf Gesso fand ich den Stähler am besten. Der ist halt teurer, ne? Also reagiert gar nicht auf gar nichts. Also ich finde, der hat den Test am besten erwischt. Bei Micron war ich überrascht. Ich fand, dass er da bei Wasser, also vielleicht war er nicht mehr so ganz jung. Ne? Ich habe ja nicht alles neu gekauft für den Test. Ich finde auch, dass der billig aus China einfach keinen schönen Strich gegeben hat. Ja. Also ich finde, der Stähler hat hier am besten abgeschnitten. Dann kommen wir wieder auf besondere Stifte. Der Pen 68, das ist, glaube ich, so ein, wie sagt man, ein Marker. Und da sind ja verschiedene Markers, die ich da benutzt habe. Und da sieht man, zum Schreiben sind die nicht unbedingt geeignet. Ne? Die bluten durch. Höchstens der Pitt Artist Farbe Castell finde ich ganz toll. Allerdings reagiert er mit dem Copic und ich bin mir nicht sicher, ob er da mit Wasser nicht auch ein bisschen reagiert hat. Also das sieht man nicht so gut. Der da drüber hat reagiert und es kann sein, dass er geschleppt hat. Ich kann ja versuchen, nochmal Wasser zu geben. Einfach nur auf den Pitt Artist, um zu gucken, ob der... Nee, er bleibt relativ am Platz. Das ist super. Genau so sollte es sein. So, dann habe ich den Permanent Marker. Das ist ja keine Überraschung. Das ist ja kein Stift, um richtig auf Papier zu schreiben. Der blutet total durch, also der ist unten durch. Und ja, der ist mehr so zum gröbere Sachen machen. Ansonsten, die anderen Tests hat er gut bestanden. Ist ja ein dicker, fester Filzstift. So, das sind alles Filzstifte. Das ist das Wort, was ich vorher gesucht habe. Dann kommen wir zu den zwei Paintmarker, also mit Acryltinte. Die sind super, sind allerdings nicht so geeignet auf Papier. Der Posca blutet sogar ein bisschen durch. Bin ein bisschen enttäuscht über die Farbe, aber ich glaube, das liegt auch am Alter. Der Sharpie ist einfach klasse, kann man nichts sagen, reagiert gar nichts. Super zum Empfehlen. Dann habe ich hier einen ganz günstigen Filzer. Und ich bin eigentlich relativ gut. Zum Schreiben ist das natürlich nicht. Das ist ja nicht überraschend. Also all diese dickeren, festeren Pens sind nicht so geeignet zum Schreiben. Aber schaut euch das mal an. Das ist gar nicht so schlecht. Überall alle Tests bestanden. Also... Ich glaube, ich habe den leider nicht mehr gefunden. Das war so ein Multipack, das ich mal für meine Tochter, glaube ich, gekauft hatte. Der Tiger ist da ganz super. So, dann kommen wir zu den teuren Japanern. Ich sage teure, weil der Gazenfu de Copic, das ist ein Copic-Marke, den habe ich auf Amazon. Also ich habe hier alle Preise auf Amazon, sofern ich die gefunden habe. Einfach aufgeschrieben, 9 Euro, finde ich nicht ganz günstig.
Ich finde, man sieht ihn einfach zu sehr dafür, dass es eigentlich auch ein, ja, ein Schreibstift ist, ist er für so dünnes Papier nicht gegeben. Allerdings, er ist so für dünnes Papier eigentlich nicht so toll. Er scheint durch. Er ist eigentlich ja für Copic gemacht. Und Copic brauchen auch spezielles Papier. Deshalb kann man das vielleicht auch nicht so, darf ich nichts Negatives sagen. Ne? Aber ich bin eigentlich auch ein bisschen enttäuscht, wie unsauber der Strich dann ist beim Copic, ja? Also ich hätte gedacht, der müsste einfach perfekt dann sitzen. Dann habe ich hier einen Stift, den habe ich jetzt ganz lange suchen müssen. Das ist ein billiger Chinese. Und ich finde den super. Zum Schreiben super, auf Gesso, ne? Der bewegt sich nicht. 1,20 Euro. Kann ich euch also wärmsten empfehlen. Dann haben wir ein Pentel, das ist so ein Brush Pen. Ja, reagiert auf Copic. Na, nicht gut zum Schreiben. Das überrascht mich am meisten, weil eigentlich müsste auf solche Papiere sich eigentlich ein Lettering Pen super halten. Das ist bei allen drei, also das sind jetzt drei Stifte für Kalligrafie und für Lettering. Also ich finde, die haben alle versagt. Kann ich einfach nicht anders formulieren. Der Sumibrush Kuratake hat mit Wasser reagiert. Finde ich auch nicht so toll, weil ich finde, wenn man lettert, benutzt man gern Aquarell. Also ich benutze gern Aquarell. Ja, bei Gesso reagierte weniger. Finde ich gut. Dann finde ich, das wollte ich euch zeigen. Also der Elegant Writer ist eigentlich wirklich ein Lettering-Kalligrafie-Stift. Der ist ein bisschen breiter. Kann ich euch den vielleicht kurz zeigen? So, könnt ihr das sehen? Ich muss jetzt gucken. So, ja, also ein bisschen breiter. Und was spannend ist, der ist dafür gemacht, dass die Tinte reagiert und ganz tolle Farben dann macht. Also hier muss ich sagen, reagiert mit Wasser, aber das ist auch so gewollt und natürlich reagiert auch mit Gesso, aber nicht mit Copic. So, und dann kommt mein Lieblingspen. Also wenn ihr meinen Channel schon lange verfolgt, dann wisst ihr, dass ich den liebe. Der ist aus Japan und ich finde, das sieht schon sehr elegant aus. Ja. Und schaut euch denn, also erstens Lettering. Also wenn ihr auf Papier schreiben wollt, scheint fast nicht durch. Ja, also da muss man wirklich, also von allen hat er am besten abgeschnitten. Auf Gesso, no problemos. Und ich bin wirklich sehr ungeduldig, schreibe manchmal auch auf nassen Gesso oder auf nassen Farben. Mag er natürlich auch nicht, aber dann putzt man und er kann weiterschreiben. Also ich liebe den, der reagiert auch nicht auf Wasser. Das ist noch vom Elegant Writer. Copic, kein Problem. Gesso, auch kein Problem. Also Lieblingsstift, ja, bisschen teurer, 9 Euro. Lohnt es sich? Ja, weil den kannst du mehrmals benutzen. Viele musst du wegwerfen, wenn die keine Tinte mehr haben. So, dann haben wir dann noch den Max Lamy. Da habe ich einfach normale Tinte genommen in Violett, weil ich eben keine blaue hatte, keine schwarze hatte. Hier auch erstaunlich. Ich finde, die schreiben einfach alle, ich meine, das blutet fast schon durch, ja. Aber super auf Gesso. Reagiert mit Wasser, das ist jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Also man sollte nicht mit Füllfeder und Wasser arbeiten. Ja, hier Copic hat auch ein bisschen reagiert, Gesso sowieso. Dann haben wir Sign Pen, Super Lettering Stift. Aber auch hier, ja, seht ihr das? Seht ihr das? Das blutet. Das hat wieder geblutet. Finde ich einfach nicht in Ordnung, ja. Und das ist... Also ich liebe den Stift, da kann man wirklich toll schreiben, aber das sollte nicht passieren. Vielleicht kann ich dann meine Schlussfolgerung daraus ziehen, ist, wenn ihr wirklich lettern wollt, dann investiert in gutes Papier. Also diese billigen, die sind ja auch nicht billig, ja, diese Moleskine, also das ist, glaube ich, Moleskine-Papier, Leuchtturm, die sind einfach für schöne schwarze Stifte mit Tinte nicht geeignet. So, und dann, ja, das habe ich gesagt, was haben wir noch? Den Sign Pen, ja, blutet auch, reagiert auch auf Copic, auf Wasser, auf Gesso, das ist nix. Und dann kommt der Tombow Brush Pen, den habe ich noch als kurze
als letzte Idee reingebracht. Das ist eigentlich auch ein Filzer. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht auf dem Papier, finde ich. Ich muss immer gucken, ob ihr das wirklich auch sehen könnt. Tolle, also auf Gesso sowieso, der wird ja auch gern im Mixed Media benutzt. Aber Wasser mag er nicht. Oder man macht speziell oder extra, so wie beim Elegant Writer, arbeitet man mit Wasser und macht tolle Effekte. Hat er ein bisschen mit Copic reagiert? Ja, ganz wenig. Also dann bin ich pingelig und natürlich reagiert er auch auf Gesso. So, was ist meine Schlussfolgerung? Also ich wiederhole, was ich schon seit mehreren Jahren sage. Unbedingt diesen Platinum Carbon Ink Pen kaufen, der ist einfach spitze. Unabhängig davon, was du machen willst. Dann natürlich braucht man immer wieder Pigmentstifte. Hier bei meinem Test hat sich der Staedtler am besten durchgesetzt, ist aber auch eins der teuerste, muss ich einfach sagen. Ja, also es sieht so aus, als ob die teureren doch sehr relativ gut sind. Ich liebe auch die Friction Pen von Pilot und ich finde, der hat sich klasse geschlagen. Auch eher teurer. Also es gibt schon ein bisschen Zusammenhang, aber ich hoffe, ich habe dir auch ein paar Alternativen gezeigt, wenn du nicht bereit bist, den Maximalpreis zu bezahlen und du sagst, das ist nicht so wichtig. Wenn du wie ich dann gerne malst, würde ich dir zusätzlich zu dem Carbon Ink Pen, zu den Fineliner, zum Friction Pilot würde ich dir unbedingt noch einen Acrylfarbenstift empfehlen und ich liebe Posca's eigentlich, aber heute hat eigentlich Sharpie ist da besser dagestanden, fand ich, aber ja, preislich ist der Sharpie halt auch wieder teurer. Also es gibt irgendwie schon einen Zusammenhang zwischen Preis und Qualität. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich, wie gesagt, ich mache sehr viel im Journaling-Bereich und ich biete eben auch solche Gegenüberstellungen, Tests, ich male, zeichne und so weiter. Und wir haben jetzt eine Challenge zum Thema Reisetagebuch, die jetzt anfängt am Mittwoch, den 9. September. Wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen. Ich gebe dir den Link. Diese Challenge ist gratis natürlich. Und ja, da können wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und deine Reise kreativ festhalten. So, das war's von mir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!